Wer stört? Wie, da sind zwei rote vermischt. Das kann nicht sein, die habe ich selbst geladen. Ja, dann schicken Sie mir die Fotos. Ja, ja, die schreiben wir Ihnen gut. Kommt nicht wieder vor, versprochen. Wiederhören. Manni, wie kann das sein? Meier sagt gerade, bei denen stehen zwei verschiedene rote auf den Karren. Jetzt, wo die voll blühen, sieht man das wohl deutlich. Ich weiß auch nicht. Beim Aufladen zum Topfen fehlten ein paar Etiketten. Und die Sauklaue von Werner kann eh keiner lesen. Passt mir bloß auf, dass jetzt hier beim Mutterpflanzen aufstellen nicht wieder alles durcheinander kommt. Sonst kauft der nächstes Jahr nicht mehr bei uns. Ja, Chef. Gärtnerei Müller, Sie sprechen mit Harald Müller. Was kann ich für Sie tun? Ja, guten Morgen, Gerhard. Schön von dir zu hören. Wie laufen die Geranien? Na, das höre ich aber gerne, dass unsere Geranien so gut ankommen bei euren Kunden. Dann planen wir für nächstes Jahr doppelt so viele ein. Sehr gerne. Vielen Dank und schönen Tag noch. Moin Manni, das mit dem Auftrag Meier hat gut geklappt. Gut gemacht. Seit wir diese gedruckten Etiketten benutzen, haben wir überhaupt keine Sortenmischung mehr. Das macht sich echt gut. Die wollen nächstes Jahr sogar doppelt so viele haben. Wow, seid ihr schon fertig mit Aufräumen? Super! Ja, ich scanne jetzt noch eben die Lagerorte, dann sind wir damit durch. Den Bestand mit den aktuellen Mutterpflanzen hast du in etwa einer Stunde auf deinem Rechner.